Wurstsemmeln, T-Shirts, Sportverein, Palm, Tonträger, Bücher, Videokassetten. Der Sportverein wird immer dreister. Also, der Merkanting-Shop-Tisch. Also fast kaum mehr ein Buchverlag, der eine Bücher herausbringt, kaum eine Videofirma. Hier der ORF-Shop sogar, Rex und ich im ORF-Shop. Wir haben jetzt, also die gibt es da hinten zu kaufen auf einem Kilometer von Artikeln, die hier angeboten werden. Die gibt es auch im ORF-Shop. Das ist übrigens schon das zweite, das ist jetzt das Sommersemester, das Verflossene, ist da oben. Mit Edith Klinger, Johanna Donal, Marcel Bravi, Belcredi, Nietzsche, Kratzl, Bankel und so weiter. Also, ja. Jetzt werden wir endgültig mit 8/9 aller meiner Rezipienten verbotzen, wenn ich sage, man könnte die Menschheit in zwei Teile einteilen. In die, die regelmäßig Ingenieur Hugo Kirnbauer verehren und konsumieren und in die, die es nicht tun. Aber das wäre wiederum Leistungsdruck, wenn ich jetzt sagen würde, die, die es nicht tun, seien die Minderereren. Das kann man so nicht sagen, das wäre elitär. Es ist, also ich kann nur sagen, der Mann macht es seit fast 50 Jahren und ist jeden Tag um 16.45 Uhr, jeden Samstag um 16.50 Uhr auf Ö1 und das heißt Technische Rundschau. Und den wollen wir jetzt zu Fragen des Geruchs und zu anderen Fragen, die unendlich anstehen, befragen. Freuen wir uns gemeinsam. Ach Gott. Extra aus Linz angereist, in einer schäbigen Pension hat ihn der Palm untergebracht. Wirklich. Ich bin auch so gebeten, der Mann kommt einmal nach Wien und nimmt das Intercontinental. Wieder nicht. Also, Herr Ingenieur Hugo Kirnbauer. Vielen, vielen Dank, dass Sie aus Linz hierher gekommen sind. Das muss ich zugeben. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ist ja lieb. Aber es ist von Ihnen viel mehr lieb. Na ja. Frukade oder Eierlikör? Eigentlich gar nichts. Vielleicht ein Wasserl. Normal trinke ich ja ein Bier, aber das kann man ja da nicht verlangen. Aber die Pension wird auch keins haben, was? Ja. Wir geben Ihnen ein paar Flaschen mit. Nein. Flaschen habe ich nur daheim. Sie haben lange Jahre herausgegeben, eine Zeitschrift mit dem Titel Das internationale Elektron. Ja. Diese Zeitung gibt es nicht mehr. Leider. Aber sie ist, also vor allem auch, und nur davon habe ich Ahnung, auch irrsinnig schön. Also das ist so geschrieben, so von einer packenden Schönheit geschrieben. Jedes Wort, was man da liest, ist sofort vollkommen, also es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Naja. Und ich habe es 40 Jahre herausgegeben. Ich habe mit einer Broschüre angefangen, und zwar im 46er Jahr. Und zwar hat das geheißen, so verwendet man Wehrmacht zu ehren. Weil die Situation war damals so, es hat überhaupt keine Radioapparate gegeben. Es hat nur von der Wehrmacht verschiedenes Material gegeben. Und da ich schon damals so begeistert in dieser Hinsicht war, habe ich dann diese Broschüre als Erstlingswerk herausgegeben und ist weggegangen, wie man heute schon sehen sollte, wo man sehen will. Ich habe eine Fülle von Reihen, also wir müssen gleich anfangen zu fragen. Ja, gerne. Wenn man das Elektron jetzt teilt, kommen wir zu Quarks. Ja. Naja, das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. So einfach ist das nicht. Ja. Nicht, dass ich das Elektron in der Mitte durchhaue und dann habe ich die Quark. Nein, ich will jetzt nur mal die Begriffe, ich will jetzt aber nur wissen, wie das heißt. Also, was ist, also da kommt man zu Quarks oder ist dazwischen noch? Ich bin ein alter Hierarch, also mich interessiert immer die Reihenfolge. Ja. Also zuerst die Quarks und dann die Elektronen und dann die Atome. Zuerst Atom, Atom,
Kern, Atomkern wird umkreist von den Elektronen und das dann irgendwie weit entfernte, noch kleinere Teilchen, das sind dann die Quarks und wie das so heißt. Und da habe ich dann gehört, gäbe es auch noch Superquarks. Ja, aber da sind sich die Physiker auch nicht einig. Ich meine, das sind derartige Probleme, das ist ja nichts mehr Technik, das ist ja höchste Physik. Und gerade in der Physik gibt es noch sehr, sehr viele Streitfragen in dieser Richtung. Wir wissen heute noch nicht einmal, ob es Atome und Anti, also man kann ja annehmen, dass zu unserer Welt eine ähnliche Welt mit vollkommen anderen Polarität gibt. Aber wissen tun wir es nicht. Und das ist ja für mich das Erschreckende. Ich habe ja von nichts die geringste Ahnung. Also, naja, du warst so ahnungslos, erscheinen sie mir. Naja, aber so richtig wissen tue ich nichts, sodass ich sagen kann, so ist es. Ja. Ich muss alles ein bisschen glauben. Ja, aber das müssen wir alle. Wir müssen alle daran glauben. Sicher. Ja. Aber das steht fest. Lieber Herr Ingenieur, nämlich ich frage ja nicht ohne Grund. Ja. Jetzt könnte man ja sagen, alles besteht aus Superquarks. Und die basteln sie dann zusammen, wie sie es brauchen. Ich meine, ganz grob gesprochen. Ja, ja. Aber jetzt könnte, und es gibt ja sozusagen nur 116 Elemente. Ja, naja, es gibt oder schon so mehr ungefähr, noch. So 120 oder so. Nein, es gibt jetzt künstliche Elemente, die man machen kann. Also auf dem Gebiet ist alles offen. Aber zum Beispiel nehmen wir jetzt also her, wenn wir zum Beispiel über Geruch reden, nämlich jetzt bastel ich ein Gerät, Funk. Ja. Und Funk in diesem Gerät, pass auf, erzeuge den Geruch Nummer 3212. Ja. Jetzt dann kommen wir aber und in dem von der Physik und der Chemie. Ist nicht alles ein bisschen technisch? Ja. Naja, technisch. Also zum Beispiel beim Waschen, jetzt bin ich draufgekommen, wenn sehr viel Schmutz an einem ist, dann geht die Chemie über in die Technik, indem man das nämlich dann so herabschabt. Ja. Also, das verstehen Sie. Ja, ich habe so ein Wartel gehabt, das ist heute auch abgeschabt worden. Oder? So ist wundervoll. Diese Grenzen sind fließend. Ja. Lieber Herr Ingenieur, jetzt könnte ich diesem Gerät, da gebe ich unter dieses Gerät so eine Schüssel, da haue ich einen Haufen Superquarks rein. Ja. Dann nimmt sich der Computer in dem Kastel, was er sich 17 Superquarks baut, den Geruch Nummer 3212 und schon duftet es so, wie es braucht. Ja, das ist eine schöne Theorie. Aber was soll ich sagen? Sehen dazu? Sie das herauftreuen? Nein. Zu der Theorie kann man schwer was sagen. Ne? Das denn das ist ja fast keine Theorie mehr. Das ist schon ein Theorem. Ja, ein Bettbergerisches Theorem. Also, die Problematik ist die, zum Beispiel habe ich einen Bekannten, der hat jetzt seit gestern ein Mobiltelefon. Und ich habe einen zweiten Bekannten, der hat schon lange ein Mobiltelefon, aber der eine hat auch noch ein schnelles Auto. Jetzt hat der andere hat einen Computer mit Modem, also mit Drucker. Ja. Der kann jetzt diesen Computer an das Telefon anschließen. Ja. Fährt mit, es sind 200 erlaubt in Österreich, ich habe keine Ahnung. Fährt das jedenfalls ganz schnell. Ja. Und Telefon ruft mir an und faxt mir was. Ja. Mit Mobiltelefon. Ja. Das muss man sich bitte vorstellen. Ja. Der fährt von Wien nach Wels mit 200 Stundenkilometer. Ja. Ruft mich an, ich sitze daheim vor meinem... Chauffiert hört nichts, ruft noch an, mit der Suche. Aber jetzt sitzt sie daheim bei mir daheim, so am Fax. Ja, ist leid, der ist gerade, was weiß ich, in Neulenkbach oder wie man da zwischen Wien und Wels, was da liegt. Also, das Fax, bitte. Und fährt wie ihr, und es kommt, sagen wir, der kann mal ein ganzes Buch faxen. Der faxt und faxt und faxt. Ja. Und das kommt bei mir glasklar und gestochen an. Ja. Wie machen die das?